Hallo, heute schaue ich mir die Eigenschaften der Sniperwaffe mal genauer an. Grundsätzlich ist es eine Waffe, die vom Spieler eine sehr hohe Präzision erfordert, weil der Wirkungsradius des Projektils ziemlich klein ist. Dafür belohnt dich die Waffe aber mit einem sehr hohen Schaden unter bestimmten Voraussetzungen, dazu komme ich später. Die Waffe wird von Wind und schwarzen Löchern beeinflusst und sie kann auch durch Portale geschossen werden. Die Waffe richtet einen maximalen Schaden von 40 bis 100 Punkten an. Warum das so ist, komme ich gleich noch dazu. Sie besteht aus einem Projektil und sie richtet auch keinen Geländeschaden an, wie du hier gerade sehen konntest. Mit dieser Waffe kannst du dir auch selbst Schaden zufügen. Wenn ich jetzt meine Feuerkraft hier auf, sagen wir mal, 5 oder 4 reduziere, kannst du hier an dieser Punktzahl erkennen, dass ich mir selbst Schaden zufüge. Der Distanzschaden der Waffe ist deutlich höher. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Waffe 40 bis 100 Schadenspunkte macht. Ich persönlich habe jetzt das Minimum nicht erreichen können, also die 40 Schadenspunkte. Ich stehe jetzt hier direkt am feindlichen Panzer und das Minimum sind bei mir immer 42. Würde ich jetzt die Feuerkraft noch weiter reduzieren, dann würde ich mir selbst Schaden zufügen. Am Rand vom Zielkreis macht die Waffe in etwa 65, 66 Schadenspunkte. Das kann ich dir kurz zeigen. Hier 66. Und volle Schadenspunktzahl erreichst du in etwa, ja, ab der Mitte der Karte. Hier wäre dann die Mitte. Und hier erreichst du, das kann ich dir jetzt auch mal kurz zeigen, hier erreichst du dann die volle Schadenspunktzahl. Die 100 Punkte. Schilde lassen sich mit dieser Waffe nicht penetrieren und die Waffe wird auch vom Bumper reflektiert. Hier rechts ist ja ein Bumper, da kann ich ja mal kurz drauf schießen und siehe da, er prallt ab und fliegt auf den gegnerischen Panzer. Ich habe ja zu Beginn gesagt, dass die Sniperwaffe einen sehr kleinen Wirkungsradius hat. Solltest du im Spiel Gegner antreffen, die so dicht nebeneinander stehen, würde ich nach Möglichkeit versuchen, auf die Gegner immer von oben einzuwirken. Wenn ich jetzt nämlich drauf schieße, bekommen beide Gegner Schaden. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nur auf diesen einen hier schieße, oder von hinten auf den Panzer besser gesagt, dann bekommt nur der hintere Schaden ab. Also nach Möglichkeit bei Gegnern, die dicht nebeneinander stehen, immer von oben einwirken. Gut, das war's auch schon. Wenn ich etwas vergessen habe zu erwähnen, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.